Was geht ab? Hier ist Ronnebo und ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Heute mal ein anderes Video auf dem YouTube-Channel von mir, sondern heute geht es um Rocket, ein Autofußballspiel, was rausgekommen ist auf der PlayStation 4 als Plus-Mitgliedschaft. Umsonst! Kostenlos, Leute! Ich habe letztens gestreamt, fast 200 Zuschauer gehabt und alle fragten immer wieder mal, ist das Spiel kostenlos? So, heute geht es um einen Trick hier. Erstmal Entschuldigung, dass ich oben hingeschrieben habe, RP-Glitch und Glitch, weil es ist eigenermaßen kein Glitch, sondern ein Trick oder eher gesagt ein Spielefehler. Weil das Komische hier an der Sache ist, bei Rocket, das Spiel ist ja neu und es kann ja sein, dass man jetzt Spielefehler ausnutzen könnte. In einer Runde kann man ca. 100 bis 1000 Punkte machen, aber in diesem Fall, was ich jetzt euch zeige, könnt ihr sogar fast 8000 bis 9000 Punkte schaffen in einer Runde von 5 Minuten statt jetzt unter 500 Punkte wie ein normales Spiel, wo ihr halt 5 Tore macht oder 10 Tore, unabhängig ob es Spaß macht oder nicht, damit macht ihr halt ein großes Level up. Aber jetzt erstmal, ihr müsst einstellen, Freundschaftsspiel, Karte ist völlig egal, ihr könnt jede beliebige Karte auswählen. Was ihr achten müsst, ist halt 1 gegen 1 und keine Bots. Dann spielt ihr alleine, wie ihr schon sehen könnt, ich alleine, ohne einen Gegner und schieße die Tore einfach nach und nach rein. Ich habe jetzt einen Cut gemacht, weil wir wollen ja sehen, wie das ist, wenn wir 102 Tore schaffen, wie viele Punkte wir schaffen. Nochmal für die Leute, Freundschaftsspiel, egal welche Karte, beliebig, egal. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr 1 gegen 1 macht und ohne Bots. Und dann kann man schon anfangen damit. Klar dauert das ein wenig länger, weil jedes Tor nach einem Tor 3 Sekunden Wartezeit ist, wie jetzt in diesem Fall. 3, 2, 1, go! Aber wie gesagt, so getan. Dafür bin ich ja da, um euch dies zu zeigen, wie ihr euch leveln könnt. Und das ist der Fall. Die Leute haben gejubelt ohne Ende in diesem Livestream. Aber wie ihr schon sehen könnt, wir haben jetzt 100 Tore und nur noch 14 Sekunden. Oh mein Gott, es wird immer spannender. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ist das scheiße? Es macht keinen Spaß. In meiner Hinsicht, es macht auch keinen Spaß. Aber damit könnt ihr richtig, richtig gut punkten. Das ist der einzige Sinn bei der Sache, punkten als Level, Level up, Level up, Level up. In diesem Fall bin ich im Moment schon Level 18. Nur wegen diesem Trick. Es geht so schnell, dass man diesen Level hochsteigt und in der besten Liste höher und höher kommt. Es ist unabhängig, ob ihr jetzt das macht oder nicht. Es ist euch überlassen. Wenn ihr das haben wollt, nehmt dieses Video an. Wenn nicht, wir sehen uns beim nächsten Video. Aber wir sehen jetzt erstmal hier, das ist ein Failed Ref. Das heißt, ich habe leider dennoch nicht 103 Tore geschafft. Aber das wollte ich so haben, um euch zu präsentieren, dass man auch nicht jedes Mal den Ball treffen kann. Man muss sich konzentrieren, es ist ein Glücksspiel, aber viel Spaß, es ist kostenlos, ladet es runter, bevor es 20 Euro kostet. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit Freunden zusammen dies zu zocken. 8195 Punktzahl, 102 Tore, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Level up und ich bin raus, euer auch Number One oder bis dahin und tschüss.